Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Hier spricht Rüdiger Schellhas-Eberle aus Laumersheim. Hallo und guten Tag. In 3 Tagen ist Heiligabend. Noch 3-mal schlafen, dann feiern wir Weihnachten. Ich freue mich darauf. Aber ob Sie es glauben oder nicht, ich habe auch dieses Jahr wieder Menschen getroffen, die für sich am liebsten Weihnachten mal ausfallen lassen würden. Und sie haben in der Regel auch ganz einleuchtende Gründe dafür. Manche sagen, dass mit dem Frieden auf Erden könnten sie eh nicht mehr glauben nach all dem, was so in der Welt passiert. In Syrien und Afghanistan oder in Afrika oder manchmal sogar bei ihnen zu Hause. Da könnten sie nicht auf einmal für 3 Tage so tun, als sei plötzlich der Frieden ausgebrochen. Andere trauern um Menschen, die sie verloren haben und wissen jetzt gar nicht, wie sie diese Feiertage überstehen sollen. Wieder andere haben einfach diesen ganzen Weihnachtstrubel satt, wollen nicht wieder so gehetzt und gestresst werden und dann am heiligen Abend wieder völlig fertig unter dem Christbaum sitzen und wie auf Kommando feierlich und festlich gestimmt sein. Irgendwie sind die Umstände oft nicht so, dass sie zur kalendarisch verordneten Feierlichkeit passen. Und deswegen sagen einige, wenn's nach mir ginge, wär's jetzt Mitte Januar und das Leben ginge wieder normal weiter. Aber warum ist denn um Gottes Willen auch in diesem Jahr wieder Weihnachten? Also, zunächst handelt es sich bei diesem Fest ja um einen Geburtstag. Und einen Geburtstag, den kann man mögen oder nicht mögen, ausfallen lassen kann man ihn jedenfalls nicht. So auch hier. Damals, mit der Geburt von Jesus, hat Gott ein für allemal den Geburtstag seines Sohnes und unseres Bruders in unseren Kalender eingetragen. Zu diesem Geburtstag sind wir eingeladen. Und darum, wir müssen Weihnachten ja nicht machen. Wer eingeladen ist, muss doch nicht anfangen, hektisch herumzurennen und in Aktionismus zu verfallen. Er ist doch Gast. Er geht doch auf ein Fest. Er muss es ja nicht organisieren. Das Geburtstagskind lädt uns doch ein und wir sollen kommen, egal womit und wie fertig wir sind. Darum, lass alles stehen und liegen, wie es gerade ist. Lass deinen Stall gerade so, wie er ist, weil gerade dorthin will er kommen bei seiner Ankunft, mitten hinein in unser Leben. Gott richtet das Fest aus. Es ist seine Sache. Es hängt nicht daran, was wir alles vorbereitet oder nicht vorbereitet haben. Alles, was das Fest braucht, bringt Gott mit. Das Geschenk seiner Liebe in Jesus Christus, seine ganze Menschenfreundlichkeit, die Gemeinschaft und Freundschaft unter denen, die sich darüber freuen. Es darf gelacht und geweint werden, wie immer, wenn so ein Fest einem ans Herz geht. Und alle dürfen so lange bleiben, wie sie wollen, und so viel geben und nehmen, wie sie wollen, dürfen gehen, wann sie wollen, und wiederkommen, wenn sie wollen. Und ich glaube, Gott wird uns zustimmen, wenn wir zu ihm sagen, komm und mach es wie immer, feiere mit uns, so wie wir sind und warte nicht, bis wir dich einladen. Warte nicht, bis wir das Gefühl haben, jetzt sind wir so weit, jetzt haben wir endlich alles fertig. Denn das kann dauern. Komm einfach an dem Termin, den du eingetragen hast. Hilf uns, dass wir ihn uns frei halten. Vor allem von dem Irrtum, wir müssten alles machen, was doch in Wahrheit du machst. Und dann lass uns mit dir feiern. Der Segen Gottes begleite euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und helfe euch und allen Menschen zum Frieden. Amen.